Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Fountain of Youth, liebe Leute. Ihr wundert euch, warum ist denn der Typ in der Höhle? Ja, weil ich mir jetzt gedacht habe, wir werden doch die ganzen Sachen hier einsammeln und drüben in unserer Base aufbauen. Es ist ja Quatsch, zwei Stützpunkte zu haben. Weil letztendlich ist es ja so, dass wir dort dann immer an diesen Dock anlanden werden und hier eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Jetzt habe ich blöderweise meine Schubkarre vergessen, Freunde. Wir haben hier noch ein Buch zu lesen. Das machen wir jetzt direkt und schauen, was es freischaltet. Irgendwas mit Werfen. Los geht's. So, Chance von 50%, dass die Waffe beim Werfen keinen Schaden nimmt. Das ist doch gut, das ist super. Ich war nochmal in der Höhle, habe die Kupferbarren geholt. Ich habe allerdings nur 3 gefunden. Ich weiß nicht, ob wir in der letzten Folge mehr gesehen haben. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls habe ich dort noch 2-mal Korallenpulver übersehen. Und ihr habt mir geschrieben, ich sollte diesen Einspeer, der dort ziemlich gleich am Anfang der Höhle war, auch wenn es nur ein Steinspeer war, den soll ich mal einsammeln. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Jetzt müssen wir aber erstmal umziehen. Wir müssen uns die Kupferaxt bauen. Wir müssen die Kupferklamotten bauen. Ich habe gesehen, ich habe jetzt quasi nochmal alle Kupferteile auf der Kupferinsel geholt. Und insgesamt haben wir, glaube ich, ich habe es ja schon durchgebraten, 10 Barren, wenn ich mich recht entsinne. So, Freunde, was braucht man alles? Also, erstmal ist das hier wichtig, 28 von 66. Interaktion. Nee, Quatsch. Ändern. So, bewegen, auseinandernehmen, ne? Gebäude wird geändert. So, ich hoffe, ich kann das dann auch alles tragen, bestätigen. So, bei wie viel Gewicht sind wir jetzt? Bei 41. Wenn ich das hier auseinanderbaue, wartet mal. Ändern, auseinandernehmen. Oh, das wird dann wahrscheinlich zu enge. Gibt es hier noch was Kleines? Wie das hier zum Beispiel. Das hier haben wir ja schon alles drüben, ne? Ne, Quatsch, das hier haben wir noch gar nicht drüben. Shit. Ja, da müssen wir halt ein paar Mal hin und her rennen, Freunde. Nützt ja nichts. So, auseinandernehmen. Oh, nee, das wird auch zu viel. Scheiße. Okay, wir rennen jetzt rüber und holen am besten... Genau, holen am besten mal unsere Schubkarre. So, was geht hier? Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Primitiver Webstuhl. Okay, den Trockner könnte man eigentlich auch schon vielleicht mitnehmen. Jetzt sind wir bei 52. Nee, das wird zu krass. Wir rennen hier mal ganz schnell durch. Und bringen schon mal die ersten Sachen rüber. Nehmen unsere Schubkarre mit und holen dann den Rest. Das wird heute ein bisschen hin und her gerenne, aber naja, nützt ja nichts. Ah, hier sind nochmal diese Bovisten. Bovisten habe ich übrigens auch noch eingesammelt. Wir müssen ja unbedingt noch diese Pilzsuppe herstellen. Das machen wir vielleicht gleich, wenn wir drüben sind. Weil es dafür einen Vorteilspunkt gibt. Und dann können wir den dritten Skill da... Ich weiß gar nicht mehr. Wartet mal. Den zweiten Skill können wir dann machen. Besserer Schlaf. Das macht Sinn, wenn wir das voll machen. Ja, die Füchse werde ich jetzt erstmal... ignorieren. Die können uns jetzt erstmal egal sein. Wir müssen immer nur darauf achten, dass wir mal einen Schluck trinken müssen. Genau, und neben der windigen Insel gibt es ja noch diese andere Insel. Also wenn wir dann erstmal mit der Kupferspitzhacke, ich habe übrigens gesehen, da war noch ein zweiter Schrotthaufen in dieser Höhle, wofür wir die Spitzhacke benötigen. Und dann ist ja noch dieser eine Drang, an dem wir bisher noch nicht gekommen sind, der irgendwie in dieser Höhle versteckt ist. Das werden wir auch noch alles dann erkunden müssen. Und dann gibt es ja noch diese dritte Insel. Die haben wir ja gleich am Anfang besucht, nachdem wir dort angekommen sind. Aber haben sie ja noch nicht komplett erkundet. Das heißt, wir haben hier schon noch ein paar Folgen vor uns, bevor das Let's Play vorerst zu Ende ist. Ne? Im August sollte dann das nächste Update kommen. Da machen wir dann natürlich weiter, gucken noch ein bisschen rein. Das wären dann wahrscheinlich nicht so viele Folgen, je nachdem, wie groß die Entwickler das Update dort reingenommen haben. So, die Aufnahme läuft aber, ne? Das wäre wichtig, wenn das alles funktioniert. So, also das Kupfer ist auch schon alles drüben. Ach, ich hätte ja auch mit einem... Na, egal. Wir machen das anders jetzt. Wir fahren mit einem Kanu. Wir machen am besten das Kanu leer. Wir bauen hier noch ein paar Kisten. Dort räumen wir das ganze Zeug ein. So ein kleines Lagersystem in unserem Haupthaus. Weil die Werkstatt im Untergeschoss quasi, also nicht im Untergeschoss, im Erdgeschoss, die wird ja jetzt gar nicht so groß ausfallen, weil wir ja die Schmiede schon separiert haben. Die Gerberei wollen wir separieren. Deswegen wird das hier unten nicht so groß. Und da können wir auch ein bisschen Lager reinbauen. So, Freunde, wir sind da.
Jetzt müssen wir gucken, wie wir es am besten bauen. Hier hinten nicht. Ich würde sagen, die Werkbänke und so, das machen wir alles hier hin. Wohl. Nee, die Werkbank, die machen wir direkt hier unter den Adler. Oder was auch immer. Harpie. Harpune. Ihr wisst schon. So, Herstellung. Ups, was ist denn hier für ein Grafikbug? Was wollten wir? Werkbank. So, Chemiewerkbank. Nee, ich will die normale. Wie ist denn das jetzt mit der verbesserten Werkbank? Das Material haben wir ja. Ihr hattet ja am Anfang mal gesagt, es ist materialschonender, wenn ich erst die baue und dann nochmal reinstecke. Aber wir haben ja jetzt im Prinzip die verbesserte Werkbank abgebaut. Deswegen sollte es ja eigentlich kein Problem sein. So, der Schraubstock ist hier vorne. Deswegen machen wir den nur wieder dahin. Schraubstock. Das ist überhaupt ein Schraubstock. Ich weiß es nicht, Leute. So, das passt. Platzieren. Dann einmal bauen. Gut, dann haben wir die schon mal hier. Ist tatsächlich so eine Art Schraubstock. Die steht auch relativ gerade. Das ist super. Und die Harpie oben drüber passt da auch direkt rein. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da gleich vielleicht eine Kiste hinbauen. So, was war das zweite, was ich abgebaut habe? Scheiße. War eigentlich nur noch die... wartet. Webstuhl oder sowas. Genau, das Ding hier. Das können wir ja hier so in die Ecke klatschen, würde ich sagen. Zeig ich mal her, ist das richtig rum? Ja. Perfekt. So, dann steht er auch schon mal. Den brauchen wir ja dann für die neuen Klamotten, denke ich mal. Jetzt ist allerdings schon wieder dunkel, dieses Hin- und Hergeschleppe und Gebaue. Oh, geht doch hier einfach hoch, Mensch. Jedes Mal das Theater mit dir. So, hier haben wir noch gar nicht viel drin. Da könnten wir im Prinzip auch mal den ganzen Stuff reinlegen. Aber eigentlich haben wir gar nicht so viel Stuff. Aber hier, das hier zum Beispiel, brauchen wir ja jetzt für die kurzen Runden hier nicht unbedingt. So, dann machen wir 9 Stunden Schlaf. Jetzt müssen wir gleich was trinken. Ach Quatsch, wir gehen hinten an unseren Saftspender. Runter da. Ja, das mit den Leitern ist noch ein bisschen umständlich. Dann trinken wir einen Schluck Harz. Ne, was ist das? Harz. Schluck Harz trinken. Na klar, Beutel. So, trinken. So, gesättigt sind wir. Und dann hauen wir uns hier noch... Ey, ich bin so blöd. Hauen wir uns hier noch ein bisschen Flüssigkeit hinterher. So, sieht gut aus. Alles klar. Ne, wir machen das nicht mit der Schubkarre, wir machen das mit dem Kanu. Jetzt müssen wir aber erstmal hier ein bisschen Material rausnehmen und hin und her transportieren. Oder ich baue erstmal noch ein paar Lagerkisten. Wie macht's denn Sinn, Freunde? Wir können ja das Ganze, was mit Essen zu tun hat, können wir ja schon mal zum Lagerfeuer räumen. So, Zunder zum Beispiel brauchst du ja auch zum Lagerfeuer anzünden. Dann haben wir hier Kaktusstücke, die nehmen wir mit. Aloe-Blatt nehmen wir mit. Das, das. Ne, Lampenöl war es nicht. Kaffeebohnen. Ja, verdorbenes Essen brauchen wir ja vielleicht später mal. Hauen wir dort auch rein. Die Kiste ist ja groß. Agavenblatt. Sonst noch was. Hier ist noch ein Medizinkit. Das nehmen wir mit. Holzspäne. Jaguarhaut. Oh, die legen wir uns dann oben vors Bett, wenn wir es denn endlich irgendwann mal gebaut haben. Wartet mal. Können wir das jetzt schon platzieren? Wie geht denn das? Muss ich das irgendwie hier... Ich lege es mal auf... Nee, das geht nicht. Platzieren. Ah. Nee. Ah, kann sein, dass ich da einen Hammer in der Hand haben muss. Wartet. Platzieren. Kann als dekoratives Element im Haus verwendet werden. Kann an den Wänden, Böden und Decken angebracht werden. Installation erfordert das Hammerwerkzeug. Okay, nochmal. Hammer auswählen. Jetzt vielleicht. Ah, jetzt geht's, Leute. Das hauen wir uns jetzt erstmal vor unser improvisiertes Bett. Und wenn wir dann später ein richtiges Bett haben, dann machen wir es schön, ne? Dann haben wir aber das auch schon mal aus dem Kanu. Oh, schick sieht's aus. Okay. So, Freunde. Dann schmeißen wir jetzt hier alles rüber. Zunder brauchst du ja eh immer. Das rüber, das rüber. Zack.
Und was haben wir noch hier? Das war's dann erstmal, ne? Genau. Medizinkit hauen wir auch erstmal oben rein in unsere Kiste. Neben das Bett. Da wissen wir, dass es da ist. Und bevor wir dann auf Reisen gehen, nehmen wir das natürlich mit. Obwohl wir ja eigentlich in der ganzen Staffel selten ein Medizinkit gebraucht haben, ne? Wir sind eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Was wir dann in den nächsten Folgen noch bauen müssen, sind endlich mal die ganzen Wasserdestillierer. Das ist ganz wichtig. So, was haben wir denn hier noch Überschüssiges? Nehmen wir mal großer Ast. Bin ich jetzt überladen? Ne, ein bisschen kann ich noch. Warum ist hier zum Beispiel eine Steinsäge drin? Nehmen wir starker Ast noch. Viermal Stein. Jaguars sehen. Ja, die vier Steine müssen halt irgendwie raus. Biegsamer Ast. Bin ich ein bisschen überladen, aber ist kein Ding. Das ist nun kein Problem. Ist denn hier noch Platz? Hier sind so Steine drin. Hier aber auch. Ah, hier sind auch nochmal 13 so eine Dinger drin. Hier passt halt nicht mehr viel rein, ne? So, die Kiste ist voll. Ja, es ist ein bisschen durcheinander. Das kann man ja später noch ordnen. Ihr kennt mich ja. Ich werde das wahrscheinlich eh nicht machen. So, das Gammelessen hauen wir jetzt auch wieder hier rein. Zack, haben wir schon mal 16 Gammelessen da drin. Ja, irgendwie müssen die Steine da raus. Vier Stück, bin ich bestimmt direkt überladen? Ne, bin ich nicht. Die Frage ist, wo tun wir sie hin? Ist denn hier noch Platz? Naja, hier sind ja auch schon 7. Pass auf, wir nehmen die hier raus, stecken die hier rein. Die ist jetzt voll. Die ist auch voll. Hier sind ja auch noch so eine Dinger. Letztens habe ich sie gesucht, ne? Ah, wir haben ganz schön viel Müll. Muss ich mal sagen. Wartet. Hier war jetzt kein Platz mehr, ne? Nimm die hier raus. Die Steine rein. Hey, wo hab ich die Steine jetzt? Ach ja, die hatte ich ja gerade woanders hingetan. Sitzen wir hier bei 54. Also viel Spielraum haben wir jetzt gerade nicht mehr. Wir müssen unbedingt unser Lager vergrößern. Bambus. Hier nochmal Obsidian-Scherben. Und jetzt sind wir hier bei 50 Kilo. Das sollte uns doch eigentlich reichen. Ja, das wird reichen. Müssen wir noch gucken, dass wir den Bambus jetzt hier noch irgendwie unterkriegen. Vielleicht hier. Cool. Die Kiste ist jetzt auch voll. Und die drei Obsidian-Scherben, die schmeißen wir jetzt hier noch mit rein. Wenn es geht. Nee, geht nicht. Ist alles voll hier. Verdammte Scheiße. Ah, hier sind nochmal ein langer Stock. Gut zu wissen. Dann schmeißen wir das hier jetzt so rein. Baumrinde ist ja ein guter Zunder. Schmeißen wir auch mit ans Lagerfeuer. Und dann schippern wir rüber und sammeln den Rest ein. Wir müssen jetzt aber wahrscheinlich mal... Das habe ich ja noch gar nicht probiert. Wie kann ich denn das Kanu reparieren? Interaktion. Nee? Interaktion. Ah ja, hier. Aber das macht ja jetzt bloß 1000 plus. Da macht es doch mehr Sinn, wenn ich ein komplett neues Kanu baue, oder? Weil mit 1000 kommen wir ja jetzt nicht so weit. Also wir können es jetzt erstmal reparieren. Dann haben wir es mal gemacht. So, navigieren. Säge setzen und einmal hier hin. Kann hier nicht andocken. Nicht genug Platz. Ja, wieso geht es jetzt plötzlich nicht mehr? Oh nee, oder? Warte mal, vielleicht muss ich hier einmal ein Stück raus. Nee. Hä? Upsa. Jetzt habe ich es eh verkackt, Leute. Hä, wieso kann ich da jetzt plötzlich nicht mehr andocken? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich konnte doch dort die ganze... Ah, nee, wisst ihr warum? Da steht mein... Ich war auf der Kupferinsel mit dem Kanu. Also, nee, nicht mit dem Kanu, mit dem Floß. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Okay, wir müssen jetzt dahin segeln. Dann segeln wir halt. Muss ich rechts oder links rum?
Ist eigentlich egal, ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Oh nee, so ein Ärger. Ja, da habe ich jetzt natürlich nicht dran gedacht. Aber egal, da sind wir auch mal wieder auf dem Wasser unterwegs. Ist doch schönes Wetter. Holt man sich einen schönen Sonnenbrand. So lange dauert es ja nun auch nicht. Ja, ja, aber wir werden hier schon noch ein paar Folgen, werden es schon werden. So schnell ist das hier noch nicht zu Ende, Leute. Und angeln muss ich dann mal skillen. Bis zum nächsten Update mache ich das offscreen mal. Da werde ich hier mal wie ein blöder angeln. Ja, da trinke ich einen Schluck Kaffee in der Zeit. Prost, Leute. Naja. Noch eh mal um die Ecke und dann sind wir doch schon da. Wird man eigentlich schneller, wenn man segeln immer mehr skillt? Das würde mich mal interessieren. Ach, schön, wie viele Stunden wir hier schon in dem Spiel verbracht haben. Und da habt ihr ja nur 2 Drittel gesehen, ne? Also ich habe mindestens 1 Drittel immer offscreen gefarmt. Gerade das Baumstammfarmen, das war immer sehr, sehr krass. Hier sind übrigens überall an jeder Dattelpalme, die hier zu sehen ist, habe ich so einen Saftsammler angebaut. Naja, da vorne ist ja schon unser Steak, unser Dock. Steak? Steak, halb gar. Genau, und mit diesem Floß war ich auch auf den kleinen Inseln hier ein bisschen unterwegs. Und habe Baumstämme geholt. Okay. Dann müssen wir die Karre erstmal wegfahren. Navigieren. Aber ich denke mal, wir kriegen jetzt alles mit, oder? Ich weiß nicht. Wie wir würden das ganze Zeug wiegen? Dann fahr das mal hier rüber. Gut. Na hopp, hoch du. So, angedockt Zimmer. Genau, das Gerät brauchen wir unbedingt. Dann nehmen wir jetzt mal das Salz raus. Ausgabebehälter. Ach, sauberes Wasser sei da auch noch drin. Dann nehmen wir das mal. Und Meeressalz. So, neue Baupläne. Gucken wir mal. Baupläne. Getrockneter Fisch. Getrocknetes Fleisch. Gesalzenes Schmalz. Klingt lecker. Was haben wir hier? Pulver von Schlangen und Spinnen. Oha. Um einen Bauplan zu lernen, studiere diese Ressourcen. Zum Gegenstand. Na, die haben wir ja eigentlich. Schlangenschwanz, oder? Zumindest haben wir, dachte ich, dass wir es irgendwo haben. Wartet mal. Es fehlt uns aber hier. Spinnenkadaver. Ja, warte mal, Spinnen haben wir doch noch gar nicht gesehen, oder? Oder bin ich doof? Ja, egal, also. Ändern. Auseinandernehmen. Bestätigen. So, dann haben wir das schon mal im Boot. Also, zack, zack, zack. So, jetzt sind wir hier bei 72 Kilo. Das sieht gut aus, Leute. Ich denke mal, wir kriegen ja alles weg soweit. Die Wasserkübel und so, das werde ich dann mal offscreen wahrscheinlich alles rüberholen. Und die ganzen Gerbernetze und so. Wahrscheinlich auch. So, jetzt diese Sache hier. Verbesserte Schreinereiwerkbank auseinandernehmen. Werden wir wahrscheinlich überladen. Ach scheiße, den Baumstamm können wir ja nicht mitnehmen, ne?
Ja, da müssen wir. Müssen wir drüben dann welche. Achso, wir können ja noch ein bisschen tragen. Dann nehmen wir verbesserte Töpferei. Auseinandernehmen. Das sieht gut aus. Ja, dann müssen wir drüben den Baumstamm holen. Nützt ja nichts. So, zweimal Kupfer. Okay, das haben wir alles. Den Baumstamm werde ich gleich in meine Baumstammkarre räumen. Aber wir hätten mal noch was trinken sollen vorhin aus diesem komischen Kübel. Naja, egal. Okay, das haben wir. Chemiewerkbank nehmen wir gleich mit. Ändern, auseinandernehmen. Oh, das ist viel. Bin ich da jetzt überladen? Nö, geht auch noch. Warte mal, den Brennofen haben wir doch drüben, oder? Nee, das ist ein anderer. Das ist der für Lehm und so. Ja, den können wir ja mit in die Hütte stellen. Direkt unter das Fenster. Das finde ich okay. Müssen wir noch gucken. Die Chemiewerkbank können wir ja unter die Treppe machen vielleicht. So, das Fett rüber. Zack. Zack. Ja, es wird heute ein bisschen gekruschtelt. Dann werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge die neue Rüstung bauen. So, jetzt mal ein bisschen Regen wäre cool. Dann könnten wir gleich hier trinken. So, das Ding. Ändern, auseinandernehmen. Ah ja, das geht ja. Sehr übersichtlich. 37 Kilo. Was haben wir hier noch? Das Riesenteil. Den Rest haben wir eigentlich drüben. Ne? Wir brauchen nur noch das. Und die Gerbereifälle würde ich dann machen, wenn wir unseren Gerberbereich dort aufbauen. Beziehungsweise... Ja, gucken wir mal. Jetzt müssen wir gleich wieder pennen. Zack, 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 zack. Das Abendrot kitzelt unseren Nacken. Und stellt... das Nackenhaar auf. genau, das Teil hier noch. Wassertrank. Ah, hier könnten wir jetzt trinken, bevor wir jetzt... genau. Ich weiß halt nicht, ob... Nee, wenn man das jetzt einfach so kaputt macht, dann ist das Wasser nicht mehr drin, ne? Das ist schade, aber egal. Nützt ja nichts. Auseinandernehmen. Bestätigen. Warum spawnen die Scheißdinger eigentlich immer dann nach, wenn man irgendwas auseinandernimmt? Guck mal, wie die ganze Höhle hier schon aussieht. So, nochmal. Ändern, auseinandernehmen. Los geht's. Komm, Kollege. Sehr gut. Dann einmal schlafen. Wird uns reichen. Oh, es regnet. Ja gut, jetzt brauchen wir nichts mehr trinken. So, wir sind satt getrunken, das reicht uns. Jetzt gehen wir rüber. Die ganzen Materialien in den Kisten, naja, ist halt so eine Sache, aber egal. Können wir später auch alles noch holen. Segel setzen, zack, bestätigen. So, Leute, wir sind angekommen. Wunderbar, also geht's los. Wir stellen erstmal den Gerbereibereich. Den machen wir hier hinten, würde ich sagen. Müssen wir wahrscheinlich einen Hammer in die Hand nehmen, herstellen. So, ausgezeichnete Gerberwerkbank, da haben wir sie. Wartet mal. Eher so rum, ne? Beziehungsweise... Ja, wir machen es so, wie bei Conan Exiles. Ah ne, das schwebt das jetzt so komisch schon wieder. Müssen wir doch lieber so machen. Das dauert eine Weile. Ja doch, das sieht okay aus. Und dann stellen wir hier so also stellen wir quasi hier so ein... Wie heißt es denn? So ein Gerbergestell, so ein Trockengestell hin. Dann vielleicht hier noch eins.
Und hier machen wir jetzt noch ein Dach drüber. Warte, das können wir ja schon mal bauen. Geht das hier mit? Ne, das ging hiermit nicht. Warte, wie heißt das Ding hier? Laubdach. Herstellung. Laubdach. Wollen wir das überdachen? Macht das Sinn? Ja doch, an der Arbeitsbank schon, ne? Macht schon Sinn an der Arbeitsbank. Ja, so machen wir das. Okay, Freunde, was brauchen wir alles? Einmal Seil, fünfmal Blätter, viermal langer Stock. Einmal Seil, Blätter, langer Stock. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ich hab, irgendwas habe ich zu viel, aber egal. Gut, dann ist das schon mal im Schatten. Und die Gerbergestelle würde ich dann hier so, vielleicht dahinter noch eins und hier so eins, dass wir drei Stück da haben. Dass es ein bisschen authentisch aussieht. Finde ich gut. Okay, haben wir das schon mal. Wir müssen was essen. Haben wir hier noch was zu essen drin? Ah ja, hier, guckt mal. Oh, dass ich immer so blöde bin und die falschen Tasten drücke. So, und was wir machen wollten, ist die Pilzsuppe. Jetzt müssen wir mal ganz kurz schauen. Zünden wir einmal an, ohne... Bitte. Da, frische Suppe. Dafür brauchst du Wasser. Sau. Ah. Suppe mit Innereien. Bärenkompett. Wo ist denn diese Pilzsuppe? Warum ist denn die nicht hier? Hä, bin ich doof? Suppe mit Innereien. Frische Suppe. Die ist nicht hier. Wartet mal. Charakter. Koche eine Pilzsuppe zur Herstellung. Ah ja, die Süßkartoffel. Wo warten die nochmal? Die war schon auf der Kupferinsel, ne? Wie lange halten die Bovisten noch? Das sollte ja hier ein bisschen länger halten, ne? Sieht eigentlich ganz gut aus. Ah, okay. Dann lösche es mal. Alles klar. Jetzt fangen wir an mit dem Chemietisch. Chemietisch kommt unter die Leiter, haben wir gesagt. Obwohl, wartet, wir bauen erstmal alle Blaupausen hin. Chemietisch hier so hin. Der Brennofen. Dann hier hin. Genau. Okay, passt auf. Herstellung. Das war das Ding, ne? Brennofen. Sicher, dass wir das nicht hier drüben schon haben? Muss ich nochmal gucken, Leute. Was haben wir denn jetzt in unserem Schmiedehaus? Nee. Da ist nur der Kohlemeier. Alles klar. Da ist nur das Zeug zum Schmieden. Den Brennofen bauen wir direkt unter das Fenster, ne? Dass es schön abziehen kann. Obwohl, guckt mal, hier sind so viele Lücken. Hier kannst du wahrscheinlich schon ein Lagerfeuer drin machen und würdest nicht dran sterben. Also, Herstellung. Wisst ihr, was ich meine? Brennofen. So. Ach, Mensch, und die Schwarzbrennerei haben wir auch noch nicht. Aber die würde ich dann oben bei uns ins Zimmer bauen. Direkt neben das Bett am besten. Sorry, Leute. Okay, was brauchst du? Zweimal Dingsi und zweimal Bumsi. Und dann kommt hier Herstellung. Irgendwas mit Lehm muss es ja dann sein. Nee. Wie wird denn das heißen? Töpferei, ne? Vielleicht. Ja, hier. Verbesserte Töpferei-Werkbank. Die möchte ich jetzt gern hier daneben haben. Wartet mal, wie macht es denn Sinn? So, ja, einfach, ne? Muss ja nicht alles so nah aneinander geklatscht sind. Wir müssen ja auch noch bedenken, dass hier noch so ein paar Kisten überall hin müssen. Ja, ich denke, so ist okay. So hätten wir das. Die Werkbank ist da. Die Schreinerei-Werkbank brauchen wir noch. Die ballern wir hier hin. Wartet. Herstellung. Oh Mensch, wir sind ja schon wieder bei einer halben Stunde. Verbesserte Schreinerei. Müsste doch die sein. Genau, platzieren. Oh, die ist groß. Ja, ja, die machen wir hier hin.
Das passt. Müssen halt dann gucken, wegen Kisten wird es halt ein bisschen doof, ne? Und der Magietisch fehlt noch. Magietisch. Chemiewerkbank. Da, fortgeschrittene Chemiewerkbank. Die machen wir auch hier unter das Fenster. Ich mag das so, wenn die Dinge unterm Fenster sind. Das hat was Erfrischendes. Dann können wir hier noch so ein paar Kisten hinstellen. Okay, Leute, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Mats holen. Und wahrscheinlich müssen wir zwischendurch mal schlafen. Für was war der Kupfertank nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Machen wir erstmal eins nach dem anderen, sonst kriegen wir Gewichtsprobleme. So, geteilter Baumstamm, hatte ich den nicht gerade genommen? So, okay. Was ist denn hier noch drin eigentlich? Wartet, war hier nicht auch noch... Hier ist zum Beispiel nochmal Lehm. Hier hätten wir auch noch so eine Bretter. Können wir das erste schon mal bauen. Sehr gut. Hier fehlen auch nochmal zwei so eine Bretter. Und was ist das andere? Ah ja. Halber Baumstamm. Halber Baumstamm müssen wir holen. Für irgendwas brauchten wir ja den ganzen Baumstamm. Den können wir uns da drüben holen einfach. So. So, langer Stock. Kleiner Stock. Seile brauchen wir wahrscheinlich. Das brauchen wir wahrscheinlich. Die zwei Kupfer. Seil aus Häuten. Gebrannter Topf. Noch geht's mit dem Inventar. Jetzt wird's eng. Schalali, schalala. So, bau das fertig. Oh, wir müssen schlafen, Leute. Wir müssen schlafen. Kann man eigentlich auch hier drauf schlafen? Nee. Sieht viel gemütlicher aus, oder? Aber wartet mal. Kann ich jetzt den hier auf das Fell legen? Das wäre super. Ja, das geht. Da haben wir eine schöne warme Isomatte. Finde ich gut. Das für die Gäste dann, ne? Die bei uns schlafen. So, es regnet. Okay, was fehlt jetzt hier? Geteilter Baumstamm brauchen wir nochmal. Und ein gewöhnlicher Baumstamm. Und hier brauchen wir das Fett. Und nochmal geteilter Baumstamm. Gut, wir holen jetzt noch die geteilten Baumstämme. Das einmal Fett. Und dann haben wir es soweit für heute schon mal eingerichtet. Hier ist das Fett. 1, 2, 3, 4. Ja, nimm sie alle mit. Nimm sie doch alle mit. Herr Schmidt. Herr Schmidt. So, können wir das hier fertig machen. Zack. Und jetzt brauchen wir noch diesen einen Baumstamm. Den holen wir uns hier drüben. Ich habe gesehen, hier gibt es nämlich auch so Schrott, wo du einen Baumstamm herkriegst. Und zwar das hier. Guckt mal. War das das hier? Auseinander. Genau. Ah ne, da kommt nur ein halber raus. Na gut, dann nehmen wir hier so eine kleine Palme. Und fällen. Oh, unsere Axt ist bald im Eimer. Oh, da haben wir... Ach, falsches Haus. Falsches Haus, Leute. Ach, geil. So, da haben wir die komplette Inneneinrichtung schon mal da. Wie gesagt, mit den Kisten müssen wir dann mal gucken. Also hier würde eine hinpassen. Hier würde wahrscheinlich auch noch eine hinpassen. Ja. Es wäre geil, wenn man die, wie bei Valheim, so auf halbe Höhe, wisst ihr, dass man hier so ein Brett reinzieht und die Kisten dann da oben stapelt. Das wäre eigentlich noch geil. Jetzt würde ich aber am liebsten schon die ganzen Gerbergestelle rüberholen, Leute. Dass die gleich mal schon hier stehen, dass unsere Gerberei direkt fertig ist. Los, das machen wir jetzt noch schnell. So viel Zeit haben wir jetzt noch. Dann einmal navigieren. Säge setzen. Zack, darüber. Bestätigen.
Kaffee trinken. Dann können wir hier gleich wieder trinken. Beziehungsweise die Dinger können wir doch auch schon mitnehmen. Trinken, 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 trinken. Auffüllen brauchen wir nicht. Naja, wartet erstmal die Gerbergestelle. Also, nehmen, ändern, auseinandernehmen. Also drei Stück reichen mir, sonst wird es zu viel. Nehmen, ändern, auseinandernehmen. Halt, das war das Falsche. Ändern, auseinandernehmen. Und hier noch das. Mal gucken, wir haben ja auch noch drei. Ändern. So, wie sieht's aus? Oh, 56,8. Seht ihr? Mehr können wir gar nicht tragen. Das heißt, wir können jetzt die Dinger auch nicht mitnehmen. Das mache ich dann mal offscreen. Die Teile würde ich mir auf den Balkon im Erdgeschoss stellen. Links und rechts. Haben wir ja da zwei so eine Nischen. Da stelle ich die einfach hin. Ich weiß, wir brauchen es wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn wir einen Wasserdestillierer haben, aber ich will die einfach da haben. So, Säge setzen. Navigieren. Jetzt Säge setzen. Alles cool mit dem Schnellreisen, das fetzt. Alter, ist das ein Pisswetter. Die ganze Zeit schon. Herstellung. Nee, dann müssen wir es Trockenständer nennen. Hä, wie heißt denn das Scheißding? Oh, muss ich hier wieder rumscrollen? Heute Trockner. Okay. Heute trocknen wir heute. Oder wir müssen nur gucken, wie rum ist denn hier richtig. So rum, ne? Einmal so platzieren. So. Zeig mal, wie sieht denn das aus? Naja, ja, hinten ins dran setzen ist irgendwie doof, ne? Ah ja, dann bauen wir noch zwei. Es wird doch reichen. Das wird uns reichen. Ich meine, so viel Fell brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Also so viel Leder. Wir haben ja schon so viel verarbeitet. Ja, cool. Guckt mal. Dann ist unser Gerbereibereich auch soweit fertig. Wir gehen mal kurz oben auf den Balkon. Und gucken uns die ganze Sache mal von oben an. Ja, das sieht doch hier langsam richtig wohnlich aus, ne? Wenn hier mal jemand vorbeikommt, der denkt sich, Mensch, was waren denn hier für coole Typen am Start? Langsam ist es cool. Gefällt mir. Also, Gerbereibereich abgeschlossen. Werkstattbereich unten abgeschlossen. Schmiedebereich abgeschlossen. Was noch fehlt, ist ein Lagerbereich. Die Destille fehlt noch. Die Schnapsbrennerei und ja, die ganzen, wie heißen sie? Wasserdestillierer. Ach, den Solarwasserdestillierer haben wir ja noch gar nicht aufgebaut. Fällt mir gerade ein. Der muss natürlich ja, macht ja Sinn, das in der Nähe von der Kochstelle zu machen, ne? Vielleicht hier so. So, die vier komischen Dinger, die müssten noch hier drin sein, ne? Genau, vier Stück sind da. Ist das weit genug weg von diesen, weil es muss, es darf ja kein Schatten ran an das Teil. Sieht aber okay aus. Jetzt will ich aber trotzdem noch den Wasserdestillierer bauen. Ist die Frage, was wir dafür brauchen. Ich muss erstmal schnell schlafen, Leute. So. Ne, das Ding steht im Schatten, ne? Aua. Ja, scheiße. Und wo, nach wo geht denn die Sonne?
Ja, aber von welchem Ding geht denn jetzt der Schatten aus? Ah, von hier, von dem Teil. Jetzt steht sie an der Sonne, ne? Genau. Alles gut. Und die Sonne geht dann wahrscheinlich so rum. Das Ding wird den ganzen Tag in der Sonne stehen. Das passt schon. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Herstellung. Wo ist es? Wo ist es? Da. Wasserdestillierer. Da brauchst du zweimal Tontöpfe. Lehmziegel, langer Stock. Wir stellen schon mal die Blaupause auf. Ich weiß nicht, ob... Oh, das ist ja niedlich. Ja, das ist ja niedlich. Stellen wir direkt daneben. Hä? Warum will es jetzt nicht? Naja, machen wir es halt so. Ist doch okay. So, was brauchen wir? Zweimal gebrannter Topf. Lehmziegel und Bambus. Mal gucken, vielleicht haben wir das noch irgendwo da. Ich nehme aber mal an, wir haben das nicht. Nee, hier sieht es schlecht aus. Gebrannte Teppe. Wir brauchen gebrannte Teppe. Naja, das Zeug habe ich ja alles drüben. Nee, hier ist nichts weiter. Hier wäre Lehm. Okay, dann bauen wir das beim nächsten Mal fertig. Beziehungsweise kann ich auch einmal offscreen bauen, oder? Ne, das machen wir zusammen beim nächsten Mal. Dann bereite ich mal noch zwei gebrannte Töpfe vor und Bambus hätten wir da. Aber ich dachte, ich hätte hier auch schon mal Lehmziegel mit rübergebracht, Freunde. Habe ich die vielleicht irgendwo reingesteckt in irgendeine Kiste? Hier nicht. Hier auch nicht. Ah, hier haben wir noch 6-mal Stoff, das ist gut. Nö, habe ich nicht. Schade. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Das hat Spaß gemacht. Es fetzt langsam hier. Und die Hängematte, da habt ihr ja gesagt, muss eigentlich auch ein Dach drüber. Aber ich habe eine Idee. Leute, da kommt kein Dach drüber. Die kommt einfach hier in die Ecke. Ey, die passt nicht, oder was? Ja, doch so, guckt mal. Ein bisschen noch eindrehen wäre cool. Ja, das war zu viel. Ah ja. Wisst ihr, da kannst du hier unten schön auf dem Balkon. Weil nachmittags geht die Sonne ja hier hinterm Haus weiter. Und da ist ja hier dann eh Schatten. Und da kannst du dich dann schön hier hinlegen. Das ist cool, das gefällt mir. Doch, das hat was. Dann steht die nicht mehr hier unten so mitten am Strand so einsam. Ja, cool, Freunde. Das hat gefetzt. Wie gesagt, das Ding bauen wir in der nächsten Folge fertig. Ich mache bereit mal noch zwei gebrannte Töpfe vor. Und dann gucken wir weiter. Genau. Dann bauen wir uns die Rüstung, die Kupferspitzhacke und dann gehen wir nochmal auf die windige Insel und looten die Höhle nochmal komplett. Coole Sache. Freunde, hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.